Aufnahmen für Musical. Die Nürnberger Symphoniker gehen in dieser Woche für eine Musical-Produktion ins Studio. Für die Karlsburger Burgfestspiele nehmen sie Musik für das Stück Mademoiselle Marie auf. Darin geht es um eine junge Frau, die sich nach dem Kriegsende zwischen ihrem französischen Geliebten und ihrem totgeglaubten Ehemann entscheiden muss. Ja, es spielt in drei Ländern, Frankreich, Deutschland und Russland. Entsprechend wird auch die Musik sein. Da kommt mal ein Kasatschok, dann gibt es einen französisch anmutenden Walzer. Und natürlich Musical-Musik und fast schon so Filmmusik, so große Sachen eben. Das ist die größte Studio-Session, die wir da bei dieser Produktion haben. Das sind die Nürnberger Symphoniker. Mittlerweile ist es schon die vierte Produktion in der Art, die wir mit den Symphonikern zusammen machen. Das vierte Musical. Und wunderbare Zusammenarbeit, aber immer wieder unheimlich aufregend, ob es funktioniert, ob sie mit dem Material zurechtkommen, ob es dann so klingt, wie man sich das vorstellt. Organisatorisch ziemlich aufwendig, aber die sind so professionell. Also es ist immer ein Erlebnis, wirklich ganz toll. Zum Einspielen hat der Komponist Matthias Lange insgesamt 55 Musiker gebucht, unter anderem 3 Schlagzeuger und einen Harfenspieler. Für die Aufnahmen sind 3 Tage angesetzt. Das Stück feiert Mitte Juni Premiere bei den Karlsburger Burgfestspielen.